das, ja, da ist das Mikrofon, wunderbar. Ja, wir bewegen uns jetzt doch in großen Schritten dem Ende der Veranstaltung entgegen. Jetzt der vorletzte Vortrag des heutigen Tages, der kommt von dem Herrn Arthur Wozniak-Feldmeier. Den konnten wir gerade schon hier bei der Podiumsdiskussion begrüßen. Und er wird uns was erzählen zum Thema der Vielfalt von Print-Touchpoints in den Vago-Printmedien. Thema Facettenkatalog, Verpackungen, Labels und technische Zeichnung. Bitte begrüßen Sie hier Herrn Wozniak-Feldmeier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Vortrag Die Vielfalt von Vago-Print-Touchpoints. Mein Name ist Otto Wozniak-Feldmeier, ich bin seit 2005 im Unternehmen Vago tätig, und zwar rund um das ganze Thema Produktinformation, von Datenmodellierung, Datenpflegeprozesse, Übersetzung bis zum Thema Database Publishing. Und ich möchte Ihnen gerne einmal kurz unser Unternehmen vorstellen, damit das nicht zu trocken wird, habe ich Ihnen unser kurzes Unternehmensvideo mitgebracht. Wenn Strom, Daten und Energie sicher fließen, wenn die Industrie smart wird, wenn Infrastruktur mitdenkt, wenn Gebäude sprechen lernen, wenn mit einer kleinen Federklemme alles anfängt und bei der offenen Automatisierungslesung nicht aufhört, dann ist es Vago. Wir verbinden, messen, steuern, regeln und vernetzen. Als Familienunternehmen mit 9000 Mitarbeitern und über 80 Betriebsstandorten auf der ganzen Welt. Mit überraschend einfachen Lösungen, um mit Leidenschaft die Dinge immer wieder besser zu machen. Durch unsere Verbindungs-, Interface- und Automatisierungstechnik bringen wir Branchen zusammen und Ideen voran. Denn wir stärken, was verbindet. Sind Vago. Ja, wo kommt Vago ursprünglich her? In den 50er Jahren gab es die Idee, zwei Leiter elektrisch miteinander zu verbinden, ohne sie mit einer Schraube zu malträtieren. Rausgekommen ist eine Lösung mit einer Feder, die dafür sorgt, dass das Ganze über Jahrzehnte rüttelsicher ist. Und über die ganzen Jahre und Jahrzehnte ist Vago extrem schnell gewachsen, und dazu kamen dann neue Geschäftsfelder wie der Bereich Interface-Elektronik und das große weite Feld der Automatisierungstechnik und Steuerung. Ja, und aktuell ist Vago Weltmarktführer für Komponenten in der Federklemmanschlusstechnik. Das sind jetzt so die Kennzahlen unseres Unternehmens, für alle, die es noch gar nicht kennen. Die sind auch nicht mehr ganz so aktuell, also bei den Mitarbeiterzahlen sind wir schon bei 9000, wie wir es im Video gehört haben. Beim Umsatz hat sich auch was Schönes ergeben. Und bei den Katalogartikeln sind wir eigentlich auch bei 30.000. Aber kommen wir direkt schon zu dem Thema Kataloge. Bei Vago gibt es 6 Hauptbände, unsere ganz großen, dicken Bibeln, bis zu 1.000 Seiten stark. Diese werden alle 2 Jahre komplett neu aufgesetzt und jedes Jahr durch sogenannte Ergänzungskataloge 2-mal komplettiert. Im Durchschnitt existieren diese Kataloge in 5 Sprachen. Zusätzlich gibt es noch Zielgruppenkataloge für zum Beispiel Gebäudetechnik, Leuchten und Geräte. Und dann gibt es noch so eine sehr komprimierte Darstellung unseres gesamten Produktportfolios in einem sogenannten Product Shortform in ganz vielen Sprachen, speziell für die Länder, wo wir die Bibeln in der Zielsprache nicht haben. Ja, Vago war schon sehr früh im Marketing sehr innovativ und hat 2004 ein PIM-System eingeführt, zu dem Zwecke in erster Linie die Printkataloge zu automatisieren. Man hat sich auch den allereinfachsten als erstes vorgenommen, das hat sogar gut geklappt. Ja, 2005 kam ich dann dazu und der nächste Katalog hat dann nicht mehr geklappt. Da war es nämlich der schwierigste, und dann kam raus, dass wenn wir am Layout nichts ändern können, wenn die Daten nicht vollständig und richtig sind, wir kriegen das nicht hin. Also man kriegt es hin. Ich habe hochgerechnet, wir brauchen ungefähr 1 Jahr für die Datenpflege, um so einen Katalog fertigzustellen.
Das Thema wurde dann eingestampft und über die Jahre kamen noch ein paar andere Ansätze, andere Softwarelösungen, um das Thema Database Publishing umzusetzen. Da habe ich unglaublich viel gelernt, vor allem, wie ich es nicht machen würde. Und vor allem am Anfang, direkt nach dem Studium, ziemlich naiv, habe ich mir überlegt, ja, wie würdest du es denn machen? Du kannst ja nicht nur meckern, wie das eine oder andere nicht geht. Dann habe ich mir überlegt, was braucht man für den Katalog? Ich baue erstmal ein Sortiment, also Produkte. Wie kriege ich die IT-technisch gegriffen? Indem ich in einem PIM-System einfach suche und das Ganze mit einem Filter filtriere. Dann brauche ich aber dieses Sortiment noch in einer wohlgeformten Struktur. Wie kriege ich das hin? Dann habe ich mir den Katalog angeguckt, wie ist der aufgebaut. Auf der untersten Ebene haben wir ja Produktvarianten. Das sind Produkte, die minimal voneinander abweichen. Diese Gruppen heißen bei uns Funktionsgruppen und diese Funktionsgruppen werden wiederum gruppiert zu Spalten, Spaltengruppen und so weiter und so fort. Und irgendwann sind wir beim Kapitel und beim Katalog. Ja, was heißt das IT-technisch, wenn ich Daten aus dem PIM-System auslese? Ich mache einfach eine verschachtelte Gruppierung. Super theoretisch und damals war es auch bei Vago leider überhaupt nicht möglich, also sowas mal auszuprobieren. So habe ich diese Idee erstmal in die Schublade gesteckt und 11 Jahre später ist aber was sehr Radikales passiert. Wir haben einen neuen Geschäftsführer bekommen für den Bereich Marketing und der brachte ein ganz anderes Mindset mit. Und man hat dann damals auch gesehen, Vago ist extrem schnell und sehr groß gewachsen. Und die Ursache da war wirklich die Produktinnovation. Wir haben wirklich super Produkte, die haben sich super verkauft. Und wir haben aber gemerkt, dieses Wachstum ist ja nicht so nachhaltig, weil irgendwann haben wir physikalische Grenzen. Wir können Produkte nicht bis Ultimo klein machen, dann können wir sie nicht handhaben. Und wir haben einfach physikalische Grenzen. Das heißt, die Produkte werden immer ähnlicher zu den Wettbewerbern und auch immer austauschbarer. Das heißt, man kann sich vom Wettbewerb natürlich immer schlechter abheben. Und ja, welche Möglichkeiten bleiben einem, indem man einfach in das Thema Service und Kundenkommunikation richtig investiert. Und hat Vago dann auch damals, vor, was waren das jetzt, 4, 5 Jahren, einen absoluten Strategiewechsel vollzogen. Also das gesamte Unternehmen, wirklich jeden Mitarbeiter versucht mitzunehmen. Wir denken jetzt weg vom Produkt. Vago war immer extrem produktorientiert, hin zum Kunden. Was braucht der Kunde? Wie ist die Kommunikation? Und da hat man auch eben unter anderem eine Vision festgelegt. Vago ist the backbone of a smart connected world. Dazu auch die Mission des Unternehmens, Empower Connections. Das ist einfach das, woran unsere tägliche Arbeit sich orientieren soll. Und ich habe Ihnen hier jetzt nur einen minimalen Auszug aus unserer Digitalisierungsstrategie mitgebracht. Weil die 3 Punkte fand ich persönlich für das, was ich Ihnen jetzt gleich noch zeige, so essentiell wichtig. Es ist im Endeffekt nichts Neues. Jeder hat das bestimmt schon mal gehört. Weg von isolierten Kanälen hin zum Multichannel, Omnichannel. Weg von der Silo-Mentalität hin zu agilen Organisationen. Auch agile Vorgehensweise. Und der 3. Punkt, das war für mich persönlich so am markantesten. Ich bin ja selber großer Fan von Elon Musk, der diese Mentalität ja sehr konsequent durchzieht und war dann auch sehr beeindruckt, wie unser Unternehmen sich dort wirklich um 180 Grad gedreht hat, weg von Tod analysieren, bevor wir den ersten Schritt machen, sondern in kontrollierten Zyklen nach Scrum zum Beispiel relativ früh anfangen, ausprobieren und wenn mal was schief geht, es ist nicht schlimm. Lernen daraus, machen trotzdem am Ende einen Erfolg. Ja, mit dem Mindset habe ich dann die Idee rausgeholt aus der Schublade und habe gesagt, guck mal, ich weiß es komplett theoretisch, aber der Ansatz erfüllt im Endeffekt fast alle Kriterien unserer neuen Strategie. Und dann wurde mir zugesprochen, ja, probier es mal aus. Ich war 2016 auf den Print Days, habe mit Horst Huber gesprochen, habe ihm das vorgestellt. Der war von Anfang an sofort begeistert und hat vor allem das Potenzial darin erkannt. Dann haben wir bis zum Ende des Jahres das Grobkonzept, die Machbarkeit geprüft und 2017 haben wir mit der Entwicklung mit dem ersten Prototypen angefangen und da hat sich auch schon die
Flexibilität der PrintSuite gezeigt. Wir haben quasi seit Anfang an schon einen Prototypen in der Hand gehabt, mit dem wir arbeiten konnten. Und im Laufe von 2018 haben wir auch mit den ersten Hauptbänden angefangen, die zu produzieren, zu automatisieren. Und nebenbei haben wir gesehen, ja, wir haben so Preislisten, die sind irre aufwendig manuell zu aktualisieren. Machen wir gleich mit. Das war irgendwie Aufwand von 2-3 Wochen an Entwicklung. Und dann kam in der Zwischenzeit noch der Vertrieb mit einer Idee oder mit einer Forderung. Sie hätten gerne eine Art Übersichtskatalog mit sehr speziellen Sortimenten, hochkomprimierten Daten in einer sehr überschaubaren Katalogstruktur. Haben wir uns angeguckt, ja, das ist ja prädestiniert für diesen Ansatz, haben wir gleich mitgemacht. Wie sieht sowas denn aus? Das ist jetzt ein Screenshot von unserem ersten Katalog, den wir damals automatisiert haben. Besteht aus einem Filter, 20 Gruppierungen und das Ergebnis sind 500 Seiten. Jetzt habe ich für diesen Vortrag mir überlegt, das sieht ja toll aus, aber das ist ja, kann man jetzt schlecht greifen. Wir haben ja jahrelange Erfahrung mit klassischen Database-Publishing-Projekten gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, wir versuchen mal, das, was wir am Ende generieren, aus der Datenbank rauszulesen, um allen Kennzahlen gegenüberzuhalten, was ist unser Input und was ist der Output. Ja, und angefangen hatte ich mit dem ersten Katalog, mit dem ersten Redakteur, habe ihm das alles gezeigt, erklärt, wie es funktioniert. Und kam erstmal von ihm die Aussage, das ist ja die reinste Hirnverzwirbelung. Ich muss ja total anders denken. Früher habe ich vorne angefangen und hinten aufgehört. Und jetzt muss ich erstmal, bevor ich anfange, mir überlegen, was ist überhaupt in dem Katalog drin? Muss von oben runter denken in Schichten, wo unterscheiden sich welche Produkte? Was sind ihre Gemeinsamkeiten? Dazu kam auch noch, dass ich jetzt wegen Elternzeit auch ausgefallen bin. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht über diesen Generierungsprozess begleiten. Er hat es aber trotzdem geschafft. Er hat mit 199 Facettenknoten, bestehen aus 43 Filtern, 134 Gruppierungen, 416 Ausleitungsknoten generiert. Das ist quasi der Output. Bei einem klassischen Database-Projekt würde man im PIM diese 416 Knoten pflegen. Das ist ein Faktor von 2,1. Enthalten sind 2000 irgendwas Produkte. Klingt jetzt schon mal nicht schlecht, also quasi doppelt so schnell. Aber wir wissen aber, diese Facettenfilter, so wie, oder diese Facettenknoten, so wie wir das designt haben mit Werk 2, sind total trivial in der Pflege. Von daher ist das nicht wirklich vergleichbar. Dann haben wir gesagt, wie sieht die zeitliche Komponente denn aus? Wie lange brauche ich für einen Facettenknoten, den zu pflegen? Wie lange brauche ich, um so einen Ausleitungsknoten zu pflegen, mit allen Regeln, die da dran hängen? Texte, Unterscheidungsmerkmale, Gemeinsamkeiten und. Wir kamen zu einem erstaunlichen Faktor von 10. Das heißt, der Kollege hat die ersten drei Kapitel voll selbstständig umgesetzt und hat dafür quasi ein 21stel der Zeit gebraucht, wie in einem klassischen Automatisierungsprojekt. Ich habe mir das angeguckt, war trotzdem enttäuscht. Der Wozniak ist ja nie einfach glücklich zu machen. Und habe gesehen, dass der Kollege halt mit der Hirnverzwirbelung, das hat dazu geführt, dass er in alte Denkmuster verfallen ist. Und zwar gibt es ja bei Vago Serien und innerhalb der Serie gibt es irgendwo eine Systematik. Aber serienübergreifend, so denkt kaum einer. Und teilweise weiß man gar nicht, wo unterscheidet sich Serie A von Serie B. Und teilweise gibt es da diese technischen Daten gar nicht. Außer jetzt eben eine Seriennummer. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns das gemeinsam machen, und zwar den restlichen Katalog. Rausgekommen sind 36 Facettenfilter für 504 Ausleitungsknoten und damit haben wir schon mal einen Faktor von 14. Das heißt, mal den Faktor Zeit mal 10. Für diese lächerlichen 36 Knoten haben wir nur ein 140stel der Zeit benötigt, als wenn man jetzt konventionell in einem klassischen Database-Publishing-Projekt das machen würde. Und der Kollege war auf einmal glücklich. Als er es verstanden hat, vor allem diesen Aha-Effekt hatte, boah, ich mache nur Kleinigkeiten vorne und hinten kommt so viel raus, der war absolut begeistert, weil das Thema Datenpflege, was vorher ein Riesenthema war,
auf einmal gar kein Thema war, sondern nur noch ein Randthema. Ja, und dann ist der Wozniak ja so frech und sagt, hör mal, also diese Zahlen habe ich letzte Woche erst bekommen und habe den Kollegen gesagt, wir wussten ja schon immer, dass der erste Teil nicht so optimal ist, aber guck dir das mal an, 199 zu 36. Ich weiß, das sind 200 Seiten, die sind seit 3 Jahren final. Da muss nichts gemacht werden. Setz dich bitte hin und mach die bitte nochmal komplett neu. Hat er gemacht, es war nämlich letzte Woche Montag. Er schafft das jetzt mit 16 Knoten. Und jetzt steht da kleiner 416. Es ist nämlich etwas passiert, was wir beide eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Durch die Stringenz im Aufbau des Katalogs ergaben sich auf einmal 10% weniger Seiten. Der Kollege hat mich noch 2-3 Mal angerufen im Laufe der Woche und sagte, ey, ich habe da noch was gedreht, ich habe jetzt noch weniger Seiten und es ist noch besser. Also ich glaube, der letzte Stand war irgendwie kleiner 15%. Also das hat auch mal gezeigt, wie effizient das ganze Thema funktioniert. Ich habe Ihnen jetzt noch mal kurz die Zahlen für die anderen Kataloge mitgebracht. Das ist der zweite Katalog, da haben wir im Endeffekt aus dem ersten ziemlich gut gelernt und gleich eine Punktlandung hingelegt beim dritten Katalog. Das war mein persönlicher Angstgegner, weil dieser Mechanismus funktioniert umso effizienter, je mehr gleichartige Varianten ich habe. Jetzt habe ich hier aber quasi einen Katalog, wo die Produkte absolut individuell sind. Und da sieht man auch wunderbar, wenn man guckt, die Ausleitungsknoten 1649, genauso viele Artikel habe ich auch. Das heißt, ein Durchlauf von dieser Facettenstruktur endet genau bei einem einzigen Artikel. Das heißt, ich habe quasi in der untersten Gruppierung immer nur einen einzigen Artikel. Und da sind wir mit den 5,6, war ich dann doch sehr zufrieden, dass das am Ende doch selbst für sowas Individuelles gut funktioniert. Dann haben wir noch so ein Band 6. Der ist jetzt so eine Mischung, auch sehr individuell und variantenreich. Da waren wir bei 7,8. Und auch bei diesen beiden Katalogen war ich aus Ressourcengründen leider bei dieser Facettierung gar nicht dabei, sondern habe die Kollegen nur eingeführt, erklärt, wie es funktioniert. Was haben die alles autark gemacht? Und dann muss ich sagen, war ich mehr als zufrieden. Ja, dann kommen wir zu unserem Highlight, die Neuanforderungen aus dem Vertrieb. Artikellisten, banaler Aufbau, 6 Facettenknoten. 21.000 Artikel enthalten und wir haben bei den Ausleitungsknoten von 675 damit einen Faktor von 112,5. Das ist natürlich schon gigantisch. Was wir uns aber hier angeguckt haben, ist ein komplett Neuaufbau. Also wenn ich vom Scratch einen komplett neuen Katalog aufbaue, bin ich so schnell und so effizient. Beim allerersten Katalog, als wir das beim Produktmanagement einmal gezeigt haben und großkotzig gesagt haben, oh, wir sind hier ganz schnell und flexibel und das macht auch noch Spaß. Dann kamen die an und sagten, ja super, wenn ihr da so schnell seid und so flexibel seid, dann macht doch bitte die ersten beiden Kapitel, die sind so historisch gewachsen, sortiert die einmal komplett um und zwar nach der Leiterplattenkontaktierung. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, was es genau ist. Der Effekt ist, ungefähr 200 Seiten mussten komplett neu aufgebaut werden. Bei uns war es aber nur eine minimale Änderung in der Facettierung und ich habe wirklich die Zeit gestoppt, es waren keine 5 Minuten. Dann waren 200 Bestellseiten komplett neu definiert. Die Ausspielung dauert natürlich länger, ist klar, aber da kam auch genau das raus, was wir erwartet haben und das, was das Produktmanagement haben wollte. Ja, dann gibt es noch so ein paar Nebenbenefits bei dieser Umsetzung, die wir noch generiert haben. Wir haben zum ersten Mal eine Breadcrumb-Navigation in einem Printkatalog. Also da hat die User Experience deutlich gebessert und das Ganze funktioniert vollautomatisch anhand dieser Facettierung. Da muss kein Redakteur irgendwas machen. Außer einmalig diesen Trenner. Wir haben jetzt extra so ein Dreieck, damit man diese Navigation so ein bisschen optisch darstellt. Dann haben wir noch sogenannte intelligente Kreuztabellen umgesetzt. Das sind recht komplexe technische Daten, von vielen Parametern abhängig. Hier werden alle Produkte miteinander verglichen. Und die Unterschiede oben, man sieht hier dieses Pin-Spacing. Da muss auch kein Redakteur was machen. Er pflegt seine normalen Produktdaten. Und das kommt am Ende vollautomatisch raus. Die Umsetzung dessen ist jetzt gerade für online fast fertig, sodass wir auch hier den Kanal online
nochmal deutlich gepusht haben. Das heißt, die User Experience in beiden Kanälen deutlich verbessert. Ja, dann hatten wir noch unsere Zubehörbeziehungen, die waren bisher relativ simpel. Das eine ist das Zubehör von dem anderen. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir, um das vernünftig regelbasierend zuordnen zu können, nochmal weiter einteilen in obligatorisch, optional, spezifisch, allgemein. Das Ganze ist jetzt auch schon online, das heißt, der Kunde hat da auch schon mal eine Zusatzgruppierung im Online-Kanal und wir konnten damit dieses ganze Zubehör an die richtige Stelle im Katalog verplanen. Dann gab es noch sogenannte Handhabung, die haben wir aus dem Printkatalog extrahiert, in sogar ein eigenes Datenmodell gepackt, sogenannte Story-Objekte. Und damit waren sie maschinell auslesbar und damit konnten wir, das ist jetzt sogar der Screenshot von der Webseite, vom E-Shop, wieder mehr Content, bessere User Experience im Online-Kanal hinkriegen und das Gleiche auch dann im Print-Kanal, weil da war da endlich die Leserichtung einheitlich. Das war nämlich vorher auch nicht der Fall. Ja, dann kam letztes Jahr noch eine sehr interessante Anforderung aus dem Produktmanagement und aus dem Online-Bereich. Und zwar wollte man gerne auf der Website, man sieht es oben rechts, so eine Produktvariantenauswahl, ähnlich wie Zalando und Amazon das hat. Das sollte für den Kunden maximal einfach funktionieren. Wenn er sich hier irgendwas zusammen raussucht, soll am Ende wirklich nur eine einzige Variante rauskommen. So bei 30.000 Artikeln bedeutet das, du musst eine Beziehung zwischen zwei Artikeln pflegen. Du bist die Variante von dem mit der und der Eigenschaft. Wie gesagt, 15.000 Beziehungen pflegen von Hand, das ist ja Wahnsinn. Das sitzen wir ewig dran. Da kann man den Gruppierungsansatz genauso verwenden. Funktioniert im Hintergrund ein bisschen anders. Aber so sieht das aus. Das ist jetzt die Definition für das Beispiel da links. Das ist auch wirklich alles live. Wir haben 9 Attribute, wo wir gesagt haben, in den Werten unterscheiden sich die Produkte dieser Gruppe. Und bei den unteren 3, sagen wir, die wollen wir auswählbar haben. Und das ist es. Und so kriegen wir mit einer so einer simplen Definition 465 Produktvarianten generiert. Und das haben wir natürlich weitergetrieben auf 92 Definitionen für alle weiteren Produkte und kriegen damit 24.063 Produktvarianten hochautomatisch. Ja, was haben wir bis dahin geschafft? Wir haben jetzt super schnelle, flexible Facettenkataloge. Gemäß unserer Strategie haben wir keine Content-Silos mehr. In dem ganzen Katalog, bis auf eine einzige Liste, gibt es nicht einen einzigen print-spezifischen Content. Das ist alles wirklich medienneutral, was wir da gemacht haben und gepflegt haben. Von daher haben wir dann auch gesagt, okay, Multichannel, Omnichannel ist immer so ein bisschen schwierig greifbar. Und damit es für den Content-Entwickler einfacher wird, haben wir den Spieß umgedreht und haben gesagt, bei uns gibt es nur noch einen Kanal, nämlich digital. Die kleinste für sich abgeschlossene Information, maximal maschinell gut auslesbar und möglichst oft wiederverwendbar. Und das sind Kriterien, die es dem Entwickler oder dem Redakteur das Leben deutlich vereinfachen, als jetzt an 1000 Kanäle zu denken, ob das irgendwo funktioniert. Weil das Ganze wird dann über Transformationsprozesse in die richtigen Kanäle gebracht. Ja, und so wurde dann bei uns aus Print Information on Demand. Und das haben wir so konsequent durchgezogen, dass auch unsere Abteilung entsprechend umbenannt worden ist. Kommen wir zu den weiteren Projekten, die jetzt daraufhin gefolgt sind. Vor ein paar Jahren, als ich die Ankündigung gehört habe von Werk 2, da wird es in Illustrator jetzt auch einen Komet-Plugin geben. Da hatte ich schon gleich glänzende Augen bekommen, weil da haben wir auf jeden Fall ganz viel Potenzial, was wir Schönes mitzaubern können. Das ist jetzt so eine Übersicht. Wir haben uns alle Illustrator-Zeichnungen angeguckt, was wir bei Vago so haben und haben definiert, ja, welche sind Kandidaten, um da was zu zaubern. Da haben wir gleich 12.000 gefunden. Ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel daraus, unsere ca. 900 Maßzeichnungen. Was ist eine Maßzeichnung? Das haben wir eine Zeichnung, die Abmessung hier von einem vierpoligen Steckverbinder darstellt. Und es gibt da dieses eine X. Und das X ist dummerweise polzahlabhängig. Und wir wollen den Aufwand und die Kosten nicht investieren, um für jede Polzahlvariante des Produktes so eine Zeichnung zu machen und dort in der Legende oder in der Zeichnung diese Abmessung reinzuschreiben. Also haben wir das einfach aufgezählt für jede Polzahl in der Bildlegende. Ist jetzt nicht so wirklich dolle, auch keine tolle, super
User Experience. Aber es geht halt noch schlimmer. Hier ist eine Zeichnung, da haben wir gleich drei Abmessungen, die von der Polzahl abhängig sind. Und dann haben wir tatsächlich dem Kunden zugemutet, das Ganze auszurechnen. Also ich bin ja ein sehr kritischer Kunde, also für mich wäre es ein No-Go. Also haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns die Zeichnung, die Originalzeichen angeguckt, haben die auseinandergeschnitten. Eins und zwei sind die beiden statischen Teile links und rechts. Die drei ist der modulare Teil in der Mitte und vier ist ein Teil für den sogenannten Überlauf. Wie sieht das dann aus? Bei der kleinsten Ausführung wird einfach der linke und rechte statische Teil zusammengeklatscht und oben sieht man, die Pfeile werden von der Länge angepasst und für den Kunden wichtig, die richtige Zeichnung am richtigen Artikel mit den richtigen Daten. Er muss nicht suchen, er muss nicht rechnen. Das gleiche im Endausbau sozusagen, das ist jetzt eine achtpolige Klemme. Hier ist einfach in der Mitte aufgefüllt worden und auch wieder für den Kunden relevant, richtige Zeichnung, richtige Daten am richtigen Artikel. Und diese Überlaufvariante, die haben wir einfach nur deswegen vorgesehen. Dadurch, dass die Polzahlen relativ groß werden können, soll das Seitenverhältnis nicht irgendwann so krude werden, dass wir das in den Kanälen nicht mehr vernünftig unterbringen. Und dann gibt es dann halt in der Mitte so einen Cut. Und für den Kunden halt das Wichtigste, die richtigen Abmessungen am richtigen Artikel in der richtigen Zeichnung. Ja, und damit kriegen wir aus diesen 900 Zeichnungen 15.000 polzahlkorrekte Maßzeichnungen, die keiner von Hand anfassen muss. Das funktioniert auch schon. Wir sind jetzt gerade dabei, die Schnittstelle im Hintergrund so zu automatisieren, dass wenn der Redakteur die Produkte gepflegt hat, von seinen technischen Daten sie freigegeben hat, dann läuft das Ganze, dieser Prozess vollautomatisch im Hintergrund an, generiert die Zeichnung, importiert sie ins PIM an das richtige Produkt und dann ist das Thema durch. Kommen wir zu unseren Verpackungslayouts. Da kam das Team Design auf uns zu. Und zwar hat Vago für ganz besondere Highlight-Produkte, also die meisten kennen Vago eben halt von diesen Dosenklemmen. Und da machen wir uns die Mühe und machen wirklich spezifische Verpackungslayouts. Das sind 50 globale für den internationalen Einsatz und 150 lokalisierte für bestimmte Sprach-Land-Kombinationen. Und das macht pro Jahr beim Team Design bei 10 Neuerstellungen 3.300 Minuten und bei 60 Überarbeitungen 12.600 Minuten. Ja, und dann haben wir uns das ganze Thema mal angeguckt und waren erstmal erschlagen von der Komplexität der Daten, von der Informationsvielfalt. Wir haben aber tatsächlich so ziemlich alles im PIM-System schon gefunden, aber teilweise in einer anderen Form. Somit sind wir jetzt gerade noch dabei, diese Formen zu generieren. Das sind Miniskripte, da muss dann auch kein Redakteur irgendwas pflegen. Und oh Wunder, wir haben noch so einen Kandidaten gefunden für unsere Zeichnungsautomatisierung. Wie gesagt, wir sind jetzt noch in der Umsetzung der Daten. Und was sind jetzt die Wünsche der Fachabteilung? Sie wünschen sich eine Aufwandsreduktion auf ein Drittel. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das deutlich übertreffen werden. Und das Ganze soll als Basis für weitere Entwicklungen dienen, wie zum Beispiel 3D-Renderings für den Kunden, damit er sich nicht nur das Produkt angucken kann, sondern auch, wie das geliefert bekommt, inklusive Verpackung. Ja, und dann möchten wir natürlich noch mehr spezifischere und individuellere Layouts und das Ganze gipfelt dann in der Personalisierung. Also technisch wäre das dann banal. Ein Kunden, den wir identifizieren können, der bei uns bestellt, da eine Anrede, Name, Adresse, was auch immer, da noch mit dran zu drucken. Da muss man natürlich gucken, was macht Sinn. Das Ganze treibt natürlich die Kosten in der Fertigung immens in die Höhe. Ja, kommen wir zu unserem größten aktuellen Projekt, nämlich unseren Datenblättern. Aktuell sind die Datenblätter, salopp gesagt, eine Offline-Variante der Produktdetailseite im E-Shop. Wird on demand generiert, weil wir eine ziemlich coole Funktion reingebaut haben, dass der Kunde diese Datenblätter vom Umfang her selber reduzieren kann, also auf das, was ihn interessiert. Funktioniert super. Wir haben Top-Inhalte bei der Umsetzung der Facettenkataloge. Ist ein Aspekt immens wichtig, das habe ich jetzt hier leider weggelassen, aus zeitlichen Gründen, ist das Thema Datenqualität. Also unsere Daten haben so viel an Datenqualität gewonnen, weil wir ansonsten diese Facettenkataloge gar nicht rausgekriegt hätten.
Die kam dann hier zugute. Also haben wir noch diese coole Funktion, wo der Kunde das selber auswählen kann. Aber das Aussehen ist überhaupt nicht Vago-Qualität. Man sieht auf der ersten Seite Konvertierungsprobleme bei Bildern. Zweite Seite sind die technischen Daten, sieht sehr dröge aus, schwarz-weiß, gar kein Vago-CI. Dritte Seite schon mal ein bisschen bunter, aber auch nur wegen der bunten Icons. Sehr viel Platz verschwendet. Und ganz rechts auf der vierten Seite sehen wir unsere Handhabung. Da auch nicht nur Konvertierungsprobleme, sondern auch schlechte Umbrüche. Da werden eben diese Handhabungsstories teilweise unterbrochen. Das ist jetzt ein Auszug von 4 Seiten aus einem 22-seitigen Datenblatt. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wenn wir das Ganze jetzt neu aufsetzen, was wären denn jetzt alle Anforderungen, die wir dafür hätten? Das wäre einmal das Thema Vago CI, höhere Verdichtung, ähnlich wie beim Katalog. Dann wollten wir gerne ein Kurzdatenblatt für Plattformen haben, dass wir die quasi mitmachen und dann entsprechend weiterverwenden können. Wir wollten gerne ein automatisiertes Datenblatt für unsere Freigabeprozesse. Die PMs lieben einfach die Datenblattansicht. Und wir wollten noch etwas, was uns sehr wehtut. Man sieht es hier mit 150 PT pro Jahr bei einem 5-Personen-Team, die nichts anderes machen, als individuelle, manuell gestrickte Datenblätter zu generieren, um mit diesen Datenblättern Zulassung, Approbation zu beantragen. Das können wir theoretisch dann auch mit abfrühstücken. Und wenn wir die Dinger haben, dann können wir sie natürlich auch in den Übersetzungsprozess mitgeben als Kontext. Wenn ich im PIM einzelne Fragmente in die Übersetzung schicke, ist teilweise abenteuerlich, was da rauskommt, weil einfach der Kontext fehlt. Ja, und die Lösung sollte möglichst gut skalierbar sein für alle Land- und Sprachkombinationen. Ja, wo sollte die Lösung sein? Welche Überraschung? Wir haben uns für die Print Suite entschieden, allerdings für die Cloud-Lösung, nämlich das PrintGrid. Zufälligerweise ist unser Webshop inzwischen auch schon in der Cloud und so würde dann halt die Anforderung vom Webshop an die Print Cloud gehen. Die produziert so ein individuelles Datenblatt und hat zusätzlich noch ein intelligentes Caching, das heißt, einmal produzierte Varianten werden so lange vorgehalten, bis sich an den Inhalten was ändert. Das ist auch recht pfiffig gemacht. Ja, und das Ganze nutzen wir, wie vorhin auch schon in den Anforderungen gesehen, auch für unsere internen Prozesse. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Man sieht links die Welt bisher und so sieht das jetzt aus. Jeder, der unsere Kataloge kennt, wird das Layout sofort erkennen, Vago CI, und wir haben die Seiten reduziert von 4 auf 2, obwohl wir sogar mehr Bilder drin haben. Bei den Zulassungshinweisen noch kompakter, noch übersichtlicher und noch zusätzliche Gruppierungen, dass der Kunde sofort die für bestimmte Themen relevanten Zulassungen wiedererkennt. Und auch hier eine enorme Reduktion der Seiten von 2 auf nur noch eine halbe. Dann haben wir uns noch das Thema Zubehör angeguckt. Von einer Listenansicht in eine Matrixansicht. Und hier haben wir natürlich eine gigantische Reduktion von 7 Seiten auf 2. Der Informationsgehalt ist aber identisch, da ist nichts weggelassen worden. Und bei unseren Handhabungen, man sieht jetzt, na gut, hier sieht man es nicht so, da gibt es noch so einen grau schraffierten Hintergrund, der eben halt diesen Verlauf von so einer Story so ein bisschen optisch darstellt. Und hier auch ziemlich gute Reduktion von 8 Seiten auf 3. Ja, was haben wir jetzt im Endeffekt kreiert? Eine Publishing-Plattform, in der wir einen Datenblatt-Service haben nach dem Pull-Prinzip, also das typische Thema On-Demand. Ich fordere ein Dokument an, ein individuelles Dokument an, und ich kriege das dann geliefert von dem neuen Service. Wir haben die Facettenkataloge, das ist ein klassisches Push-Prinzip, das heißt, ich generiere etwas für bestimmten Kunden oder bestimmten Kundenbereich und schicke ihm dann den Katalog zu. Ja, und was wollen wir als nächstes machen? Beides einfach verbinden. Wir möchten vom Datenblatt bis zum individuellen Katalog in beide Richtungen, egal wer davor sitzt, generieren können. Das bedeutet, nicht nur wir intern können von ganz klein bis ganz groß, sondern auch der Kunde kann zukünftig zum Beispiel von der Webseite, wenn er in der Facettensuche sich irgendwas zusammengesucht hat, die Suchergebnisliste einfach als individuellen Katalog bekommen.
natürlich mit Personalisierung und allem Pipapo. Das kann noch einfacher gestaltet sein, zum Beispiel, wenn man den Warenkorb nimmt, kann man noch ein Häkchen setzen, dass zum Beispiel die Standardproduktvarianten noch mit dazukommen und dann kriegt er seinen individuellen Katalog und den kriegt er problemlos geliefert in digitaler Form als PDF. Und wenn es ein ganz besonderer Kunde ist, können wir für ihn das natürlich auch drucken. Aber nicht genug. Wir möchten noch mehr integrieren und zwar alles, was es noch so an Dokumentationen gibt bei WAGO. Ausschreibungstexte, Schnellstartanleitung, Installationsanleitung, sogar Handbücher. Und das Ganze zu einem Produktinformationspaket für den Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, er sucht sich alles aus und das Ergebnis kann ein einziges PDF sein, wenn er es möchte. Wenn er es möchte, kann er es aber auch in einzelnen Dateien bekommen, als ZIP-File als Beispiel. Ja, was haben wir jetzt noch weiter vor? Nächstes Jahr wollen wir uns da dem ganzen Thema loser Content, also diese ganzen werblichen Informationen, die überall im Marketing entstehen, das wollen wir uns mal annehmen, das Ganze in ein sogenanntes Content Hub reinpacken, und zwar maschinell auslesbar. Und wenn man natürlich den fancy Content hat, das kann man aus den Katalogen machen, natürlich Magaloge, mit der gesamten Funktionalität in beide Richtungen. Der Kunde kann nicht nur Produkte und Produktinformationen in seinen Katalog reinbringen, sondern auch produktfernere Informationen im Sinne eines Magalogs. Ja, und dann haben wir noch, das ist jetzt noch ein bisschen noch weiter in die Zukunft gedacht, und zwar gibt es in dem Bereich technische Doku inzwischen bei uns ein sehr innovatives System, und zwar das CCMS, Component Content Management System. Dort werden nicht mehr Handbücher, also Dokumente, verwaltet, sondern Informationen, ähnlich wie wir es im PIM machen, nur noch strukturierter, und zwar nach dem PI-Class. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Als ich das kennengelernt habe, hat es mich schon immer unter den Fingern gebrannt, das auch mal ins PIM-System zu überführen. Und das haben wir demnächst vor. Was ist das? Im Endeffekt ist dort auch eine, die kleinste Einheit ist eine abgeschlossene Information. Das nimmt man dann Topics und diese Informationen werden dann in Relation gebracht, zum Beispiel mit Produkten, mit Personas, mit Tätigkeiten, mit Anwendungen. Und über Regeln kann ich dann, wenn ich diese Topics alle freigegeben habe und erstellt habe, kann ich auf den Knopfdruck ein ganzes Handbuch generieren. Und diese Topics und diese Assets, also das, was dieses ganze Kleinteilige, wollen wir gerne auch ins PIM bringen, dass wir im Pre-Sales-Bereich den ganzen Content mitnutzen können. Damit reduzieren wir natürlich den Aufwand für die Content-Erstellung, aber noch wichtiger ist, an allen Touchpoints haben wir die gleiche Formulierung, die gleichen Inhalte und wir sprechen mit einer Zunge über alle Touchpoints zu jedem Kunden. Und wenn man das schon macht, dann kann man noch was machen. Das wäre dann die nächste Ausbaustufe, nämlich ein sogenanntes Content Delivery-Thema, wo der Kunde seine Probleme, Herausforderungen über einen bestimmten Touchpoint, das kann zum Beispiel eine Web-Oberfläche sein, wo er formuliert, was er für ein Problem hat, und das System sucht in diesen einzelnen Topics die relevanten Informationen und gibt sie ihm direkt als Lösung parat. Das heißt, der Kunde wird zukünftig, wenn er ein Problem hat, nicht ein Handbuch, ein Dokument, ein Katalog oder irgendwas in die Hand bekommen, such, ob du deine Lösung findest, sondern er kriegt von uns sofort die richtige Lösung. Und das ist jetzt so das höchste Ziel, was wir uns jetzt gesetzt haben, und nächstes Jahr sind wir immerhin schon mal bei dem Thema Schnittstelle. Ja, ich hatte das jetzt in der Podiumsdiskussion nochmal ein bisschen unterstrichen. Die Strategie, wofür machen wir das? Wir haben gesagt, oder von der Strategie hat das Unternehmen gesagt, wir möchten das am meisten kundenorientierte Unternehmen der Welt werden. Und wir möchten die beste Customer Journey erreichen für unsere Kunden, und etwas generieren, was wir unter dem Bezeichnung Moments of Success verstehen. Musik.
Ja, und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht haben wir noch kurz Zeit für Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind uns alle einig, was wir jetzt gerade gesehen haben, das ist wirklich die hohe Schule des Publishings gewesen. Und für mich nicht ganz neu, obwohl ich auch vieles Neues dort entdeckt habe. Auch ich darf mich bedanken. Schönen Dank für den erhellenden Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es vielleicht noch Fragen? Fragen von Ihrer Seite? Ja, wunderbar. Hallo. Ich habe eine konkrete Frage zu den Zeichnungen, von denen Sie eben gesprochen haben. Die Rohversionen sind wahrscheinlich DWG-Daten. Und Sie sprachen eben davon, dass Illustrator-Daten in dieses Illustrator-Tool da eingebunden werden. Wie muss ich das verstehen? Oder? Das sind Illustrator-Dateien. Also diese Zeichnungen werden in Illustrator gemacht. Und diese ganzen Varianzen davon, die werden über dieses Plugin, also über, im Endeffekt ist es auch ein Service, wie jetzt die Datenblattgeschichte, nur halt nicht in der Cloud, sondern bei uns mit unserer konventionellen Publishing-Plattform, wo diese Sachen automatisch im Hintergrund laufen. Aber wenn man die später mal modifizieren möchte, also der Weg zurück zu DWG ist ja immer so ein bisschen tricky. Also, oder? Warum sollte ich denn zurück? Also wenn ich Anpassungen habe, die jetzt... Man hat ja im PIM irgendwelche Anpassungen und... Also die Produkte sind ja tatsächlich identisch, bis auf genau diese Differenz in der Anzahl der Polzahlen. Und das ist da schon mit berücksichtigt. Und wenn wir natürlich Differenzen haben, dass man jetzt sagt, die Polzahl von 2 bis 4 sieht so aus, die Polzahl von 5 bis 10 sieht etwas anders aus, dann würden wir halt einfach 2 Basiszeichnungen machen. Genau, also man hat die DWG-Daten nochmal in einem anderen Pool. Also ja, genau. Okay, vielen Dank für die Frage. Gut, dann bedanke ich mich jetzt hier für die Aufmerksamkeit.